Für mich ist es definitiv das erste Edo Saya-Album. Bei den anderen, ich weiß nicht, also entweder habe ich das, ich glaube, ich habe das zeitlich nicht hingekriegt, aber irgendwie war ich auch nicht in dem Vibe, dass ich so das ein komplettes Album auf die Länge hören wollte. Weiß nicht, war, hatte ich einfach keine Lust drauf. Deswegen aber jetzt bei dem Album, ne, gehen wir jetzt mal, gehen wir mal rein, gucken wir uns das mal an. Es war sehr abwechslungsreich, die Singles, die bisher rausgekommen sind. Mein Lieblingssong, wie gesagt, bisher ist Immer wenn du gehst. Dieser Lo-Fi-Song, sag ich mal. Aber ja, wer zu den anderen Singles, und wenn ich gehe, war das, was? Und wenn ich, warum singst du Apache mittendrin in meinem Satz, Fran? Was ist los mit dir? Die Singles haben wir als Videos draußen, deswegen gehen wir direkt in MF Easy. Wir haben 20 Songs und das ist aber relativ viel, 50 Minuten tatsächlich. Der Durchschnitt, ja, hält sich trotzdem noch so bei 2,30, würde ich sagen, so um die Ecke. Aber es fühlt sich schon wieder, es fühlt sich länger. Okay, das ist jetzt falsch. Wir fangen an. Ich laber schon wieder zu viel Scheiße. Consent, jawohl, Consent hat das produziert und wir sind direkt bei MF Easy. MF Easy, okay, ich bin bereit. Einfach drauf einlassen und ich bin bereit. Wenn mein Mikrofon nicht so piepen würde. All self-made, yeah. There's that feeling of so sweet in the whip in the next city. Push your 5K cities, no cap. Keine Beanie, wenn du willst, streng dich an. Vielleicht kannst du konkurrieren. Ich bin down mit dem Mob. Nighttime creeping. Weiß Wein, lieb dich deine Chai, mein DMs, aber shit. Mein neues Tingy blond, so wie Khaleesi, sie sind mad. Küsse, make a look, so motherfucking easy. Trete Beamer durch die Straße. Sieben am Parken, am Genießen seines Cheeks. Oder Limousinenfahrten. Die Kitschibits im Pyjama. Mit Immobilienmaklern und verhandeln über Kram, von dem du Pisse kein Plan hast. Ist das irgendwie schon... Ach, okay. Ich dachte gerade, ist der Song schon vorbei? Ist das nur ein Skit oder so? Weil, ne, weil kam nur noch instrumental. Ich finde den Beat sehr schön. Also schöner Vibe. Die Drums sind besonders. Also, ja, finde ich cool. Wir hören erstmal weiter, was er erzählt. Nochmal. Fucking easy, yeah, yeah. Easy, yeah, yeah. Mach viel Geld, bin ich selbst. Funktioniere, yeah, yeah. Shit, ich brauch mich nicht verstellen. Brauch keine Mitstände. Ey, ich weiß noch, wie ich das erste Mal so ein bisschen... nicht schockiert, aber so überrascht war, als ich Edo auch mal so flexen gehört habe. Ne? Ich glaube, war das bei Cartier? Ich glaube, Cartier war der Song oder sowas. Weil für mich war Edo Saya vorher eher so ein, ja, so ein deeper Typ irgendwie. Ne? Zwar sehr modern von seinem Sound her, aber trotzdem sehr deep, sehr nachdenklich, viele Probleme, die er anspricht und so weiter. Keine Ahnung, und dann kommen halt ab und zu auch so Songs, wo er flext, wo er ja, wo er, man merkt ganz klar, wo er auch Spaß einfach dran hat, so. Und dann denke ich mir einfach nur, ich gönn's ihm. So, bei so viel Scheiße, ganz ehrlich, ich gönn ihm jeden scheiß Flex-Song. Also irgendwie hat sich das bei Lil Lano auch bei mir so entwickelt. Früher dachte ich mir immer so, okay, ja, okay, ja, wir wissen langsam, du bist reich, ne, und so weiter. Aber irgendwie so, der hatte auch seine Probleme und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin in Gönnerlaune die ganze Zeit nur noch. Wozu auch nicht? Was hat man davon, wenn man anderen nicht gönnt? So, ist ja nicht so, dass du dir selber was wegnimmst dafür. Finn Doxis, Dankeschön für deine 2 Monate, Mann. Ich bin einfach nur ich selber und krieg Liebe. Oh, Fran, neues Overlay und so weiter, wird alles gemacht von Florid. Florid, der von Dingens, von Fati TV, der auch beim Rammstein-Video und so mitgemacht hat, der macht alles neu, Rahmen neu, so Übergänge und so weiter. Das wird ganz cool, glaube ich. Ja.
Alles wie ich es gesagt hab vor 5 Jahren um den Dreh. Es ist 4 AM, ich fahre auf dem Highway und Coupé. Es ist immer noch in Ordnung, es ist eigentlich okay. Ich bin immer noch ich selbst, das ist das Einzige, was zählt. Boah, was da alles passiert, ne? Es hat auf jeden Fall so Rage-Hyperpop-Vibes gerade mit diesem im Hintergrund und dann die distortete Stimme im Hintergrund. Okay, motherfucking easy. Er macht Business, wovon wir wahrscheinlich nicht mal träumen oder so. Sei ihm gegönnt. Ich bin gespannt, wie sich das durch das Album durchzieht. Also, ne, so ich nenne es jetzt einfach mal Stimmungsschwankung, aber so Abwechslung im Gefühl. Ich bin gespannt. Wir sind schon erst mit dem ersten durch. Wie du tanzt. Okay, wie du tanzt. Ah, dieser Bug nervt, ne, dass das ab und zu. Hallo! Liebstes. Ah ja. Starwave hat das produziert. Wie du tanzt. Okay, ich bin gespannt. Schöne Gitarre. Wir haben lange nicht geredet, es geht jeder seines Weges. Ich hoffe, du kannst es sehen, wie ich sehe. Und zwischen all dem, was so geht, tut es gut, dich so zu sehen. Boah, sag mal, ist das nur bei mir so oder kommt das bei euch auch rüber? Die S-Laute tun mir so weh in den Kopfhörern. Ey, muss ich leiser vielleicht drehen oder so? What the fuck? Was hab ich gemacht? Was ist hier los? Warum tut das so weh? Und zwischen all dem, was so geht, tut es gut, dich so zu sehen. Wie du tanzt und wie du lachst und wie du lebst. Bisschen schade, wie es lief. Fliegen kann man hoch, aber fallen wird man tief. So steht es geschrieben, Kapitel nie bei uns. So bitter, wie es klingt, ich vermiss dich immer noch. Boah, irgendwie traurig, ne? Wenn man, also, nein, eigentlich nicht traurig. Eigentlich eine sehr schöne Einstellung von ihm, ne? So dieses Positive, auch wenn man sich getrennt hat, auch wenn man in zwei Wege geht, dass man dem anderen trotzdem alles Gute wünscht und halt so von der Ferne sieht, wie es einem geht, ne? Ist eine schöne Einstellung, wenn man keinen Hass einfach fühlt. Das finde ich gut. Ich fühle auch keinen Hass. Egal wem gegenüber in der Vergangenheit oder so. Ich finde, das sind entweder, also, ne, schlechte Menschen in deinem Leben haben es einfach gar nicht verdient, dass du an die denkst, so. Auch selbst Hass ist einfach zu viel Gefühl schon. Viel zu viel Gefühl haben sie nicht verdient. Ich dreh mich schon, leg mich quer, immerhin dann wieder her. Was hast du mit mir gemacht? Dreh das Bild hin und her, häng es ab, bis ich merk, dass der Schlüssel zu deinem Herzen nicht mehr passt. Auf und ab und an, frag ich mich. Boah, ich find seine Wortwahl voll schön, ne? Dass der Schlüssel zu dem Herzen nicht mehr passt und so. Schöner Song. Nicht mehr passt. Auf und ab und an, frag ich mich, wie und wann, hab noch immer keine Antwort darauf. Ich würde dir so viel sagen, aber hab dir nichts zu sagen. Und ich fühle, du fühlst es irgendwie auch. Boah, ja. Ich würde dir gern was sagen, aber ich. Ey, das ist. Also, ich muss sagen, lyrisch finde ich das gerade. Er nimmt mich mit. Also, wie gesagt, ich hab natürlich niemanden irgendwie, auf den ich sowas beziehen könnte, ne? Aber, schön, wie er es bezeichnet. Das hat doch nichts mit Hip-Hop zu tun, ja, aber wirklich. Edo, bitte, zieh dir wieder einen Rucksack an, bitte. Ist es irgendwie auch. Wir haben lange nicht geredet, es geht jeder seines Weges. Ich hoffe, du kannst es sehen, wie ich sehe. Und zwischen Im Hintergrund wieder so ein leicht distortetes, ich weiß nicht, was das ist, auch bei dem Song davor, ne? Am Ende hat man das ganz gut rausgehört, so ein. Klingt wie so eine E-Gitarre oder so, aber so hart distortet irgendwie, oder?
Und zwischen all dem, was du geht, tut es gut, dich so zu sehen. Wie du tanzt und wie du lachst und wie du lebst. Bisschen schade. Nee, ich hab's verwechselt. Ich glaube, das sind entweder Vocal Chops oder das ist der Hall einfach nur gewesen. Das kann auch sein. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich stört, sind die S-Laute. Keine Ahnung, bei mir tun die übelst in den Ohren weh und ich höre die ganze Zeit eigentlich Musik damit so. Den Rest finde ich schön. Also ich finde, er beschreibt das Thema sehr schön. Es klingt sehr persönlich, auch wenn er, sag ich mal, so Metaphern benutzt und so weiter, trotzdem sehr authentisch tatsächlich. Er hat viel mit einer stark distorteten Stimme gearbeitet, also seine eigenen Vocals. Ah, okay. Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Ich find's ganz leicht corny. Nee, ich find's süß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich find's nicht corny, nee. Tatsächlich nicht. Aber jeder hat seine eigene Corny-Grenze. Corny-Grenze, Alter. Ja. Ich glaub, da. Es ist schade, wie es lief. Fliegen kann man hoch, aber fallen will man tief. So steht es geschrieben, in Kapiteln hinterher. So bitter wie es klingt, ich vermisse dich nicht mehr. Oh. Boah, das ist seine Stimme, oder? Boah, jetzt hört ihr richtig was mit seiner, also wie distorted die Stimme da im Hintergrund ist. Krass. Halt wirklich so, als wär's eine E-Gitarre so ein bisschen, ne? Fred. Schon wieder dieser... Sehr viele... Effekte, die ich so in dem Zusammenhang noch nicht so gehört habe tatsächlich. Aber cool. Das macht er schon immer mit den Vocals. Also, ich kenne ihn halt, wie gesagt, mit Distortion oder mit Autotune auf jeden Fall, was in die Höhen geht. Aber so Bit-Crush-mäßig wie am Ende, das habe ich auch so noch nicht gehört bei ihm, glaube ich. Auch im Hintergrund dieses hart distortet, aber trotzdem sehr weit im Hintergrund. Also, ich weiß nicht, wenn man nicht direkt drauf achten würde, dann glaube ich, könnte man denken, dass das so eine E-Gitarre ist. Ne? Okay, schönes Ding. Ey, ich habe das Gefühl, es geht schon wieder super schnell um alles. Ne? Lauf, haben wir da ein Video zu? Nee, ich bin da und Bluescreen haben Videos. Okay. Lauf, featuring Tim. Und natürlich will er wieder nicht anzeigen. Ah ja. Da stand kein Produzent. Keine Ahnung, vielleicht Tim. Man weiß es nicht. Ach nee, Time, oder? Time heißt er doch. Time, oder? Ah, von ihm selber produziert. Danke, mein Guter. Also von Time. Tim? Time. Time, ne? Was passiert da alles? Wird das Hyperpop? Gerade nicht, auf was ich mich konzentrieren soll. Da passiert irgendwie so viel. Ey, sag mal, kann das sein, dass der Bass halt einfach mal gefühlt 10 Dezibel lauter ist als alles andere? Irgendwie? Sehen wir beide weiter, keinen Grund zum Bremsen. Und all die roten Ampeln, seh ich farbenblind.
Was eine wunderschöne Nacht, um zu beenden. Und wir rennen bis die Skyline dieser Stadt im Horizont versehen. Ich muss sagen, ist gar nicht meins, ne? Aber ich find's super interessant gerade. Also alles, was da passiert und so weiter. Aber ist leider gar nicht meine Mucke, so tatsächlich. Aber ich bin gerade auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ich verstehe ihn sehr, sehr wenig. Nur halt immer mal Lauf und so. Und jetzt gerade eben wird's, glaube ich, ein bisschen besser. Warte mal. Ich glaube, da wird's ein bisschen besser. Nacht, um zu beenden. Und wir rennen bis die Skyline dieser Stadt im Horizont versehen. Und die Sendemasten längst nicht mehr erfassen, wo wir sind. Und die Zuschauer verkreisen vor sich hin. Sie nennen meine Beine, mich noch tragen kann ich rennen. Dance with me, do with me, do to me, dance with me. Dance with me, do with me, do to me, dance with me. Dance with me, do with me, do to me, dance with me. Dance with me, do with me, do to me, dance. Mir zu viel. Also mir passiert irgendwie einfach viel zu viel. Ich würde sagen, so, wenn ich mich entscheiden müsste, finde ich die Hook eigentlich ganz schön. Dieses Lauf, Lauf, ne, aber das ist, sonst ist mir irgendwie too much. Ich finde den Bass einfach zu laut. Ich höre die Drums leider so gut wie gar nicht raus. Ich finde ihn leider sehr undeutlich. Ich komme da irgendwie, also ich finde, das ist ein reiner Song, der irgendwie auf Vibe geht. Ich glaube, das ist so ein Song, wo ich das Instrumental ein bisschen interessanter finde tatsächlich. Hat man die Werbung noch, wenn man subbt? Sehr viel weniger. Ganz ausschalten geht leider gar nicht mehr, aber es ist sehr, sehr viel weniger tatsächlich. Das ist auch seine Stimme, glaube ich, ne? Die da komplett verfremdet wurde. Wie so ein Alien, Alter. Wie so ein Alien. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, also in meinem Kopf müssten halt nur ein bisschen so ein paar Lautstärken sich ändern. Dann würde ich, glaube ich, den Song recht interessant finden. Tatsächlich. Hyperpop ist nicht so deins. Ah, das würde ich nicht sagen. Oh, das würde ich nicht sagen. Wie heißt nochmal dieser eine Künstler? Westside? Oder wie hieß der nochmal? Der erste, den ich da gehört hatte Richtung Hyperpop. Finde ich schon sehr geil. Also ich finde, das ist schon eine sehr, sehr interessante Richtung. Nicht alles ist meins, aber die Richtung ist schon sehr, sehr interessant tatsächlich. Aber für mich, Midwest, genau, Midwest hieß der, genau, Midwest. Also für mich ist es einfach so, mir ist Bass und so weiter einfach viel zu laut. Also ich finde irgendwie die Balance ist irgendwie, macht mich wahnsinnig in dem Song, tatsächlich. Raven, Dankeschön für deine Stufe 1, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich finde das Instrumental, finde ich, sehr, sehr interessant tatsächlich. Also generell so auch die Melodie, alles irgendwie. Ich finde nur, wie gesagt, das einfach nur die Lautstärken, finde ich, machen mich persönlich nur verrückt. Also ist ja auch Geschmackssache, ne? Ganz starke Geschmackssache. Oh yeah. Rein in den Club. Ah. Oh. Yeah. Hey Barkeeper, ein Wodka Red Bull bitte. Dankeschön. Ab auf die Tanzfläche. Das klang echt schön. Das klang echt geil gefiltert, muss ich sagen. Hey, das klang echt, das klang auch... Ich muss sagen, das klang in meinen Ohren besser, also irgendwie angenehmer als der Song selber jetzt, also das Outro war irgendwie, fand ich irgendwie angenehmer für meine Öhrchen. Okay, interessanter Song. Instrumental für mich definitiv interessanter als die Vocals. Und
Und das Ganze zusammen tatsächlich, ja. Und wieder. Und wieder. Und wie. Ach komm schon, Spotify, was ist denn los? Consent und Lucid Beats zusammen. Habt ihr gesehen, Consent wurde zum Producer des Jahres gekürt. Ich glaube, so als Underground-Produzent oder sowas. Oder New Wave. Irgendwie sowas. Und wieder. I love you, Consent. Das geht Richtung Hyperpop schon, oder? Mit dieser hohen Melodie. Boah, das ist voll meins. So, das ist voll vom Sound her meins. Das finde ich. Ich finde bei Hyperpop, Rage und so weiter, ich finde das so schön irgendwie, dass die zwar hart klingen, aber die Melodien eigentlich voll süß sind. So, es wird zwar ein bisschen geglitscht, ne? Also dieses Stottern, dieser Stottereffekt. Sowas kommt da oft vor und so, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde trotzdem klingt es halt immer noch schön einfach. Wieder und wieder und wieder singst du. Auch der Bass, ne? Voll. Ich hab von uns geglaubt, sagst du auch, doch wir beide wissen besser, dass es dir nicht bringt. Fuck, ich hab dich so gebraucht, sag du auf. Doch es löst dich auf den Rauch, es bleibt nichts zurück. Ist alles taub und du auch. Ich weiß nicht mehr, was ich glaub. Sag du mir, ich bin unterwegs in der strahlende Zukunft. Schon über alle meine Pläne geklappt. Und ich lächle in die Cam für den Fall, dass du zukommst. Gib ein Zeichen, wenn du hörst, was ich sag. Und ich glaube langsam, wir sind irgendwie dazu prädestiniert, uns selber aus den Augen zu verlieren. Bin wieder und wieder und wieder weg. Ey, da steht ihm gut. Was? Schon wieder vorbei. Und wieder an den Morgen. Bleib bei ihr die Nacht, heute hier morgen da. Höre keine Calls, habe gerade 180 Dezibel im Ohr. Was hast du, 180 Dezibel in deinem Ohr? Würdet ihr sagen, das war seine Stimme? Würdet ihr sagen, das war am Ende seine Stimme oder war das so? Digga, ich bin überfordert. Ey, cooler Sound, ehrlich. Also geht auf jeden Fall in diese Richtung, die ich feiere. Ich mag es halt, glaube ich, noch kitschiger. Also wirklich noch emotionaler tatsächlich. Aber ich fand, also nicht emotional, melodischer, sagen wir mal lieber so. Aber den fand ich cool, sehr interessant. Uiuiuiui, okay. Und glaube, das ist seine Stimme, traue ich das zu. Ja, also laut den anderen Songs ist sehr viel mit seiner Stimme gearbeitet worden. Und da kann ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viel im Hintergrund mit seiner Stimme noch gearbeitet wurde tatsächlich, ja. Also da müsste man so richtig in die Tiefe gehen und sich das reinziehen, krass. Sehr, sehr interessant. Hyperpop. Schön. War für mich mehr Hyperpop als Lauf tatsächlich jetzt. Lauf war irgendwie ein anderer Hybrid. Keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Müssen ja auch nicht für alles irgendwie einen Namen finden. Ist ja völlig egal. Multi Allein. Featuring Young Kaffer und Kitschige Fendi. Philipp? Philipp, bist du noch da? Ah ja. Von Philipp produziert. Sehr schön. Wie eigentlich immer, wenn Icke dabei sind. Moinsinn. Okay, Multi Allein. Dann hören wir mal rein. Multi, depressiv.
Wo soll ich hin, wenn ihr nur wüsstet? Multi allein und ich cruise bei Nacht. Meine Jungs haben mich rum, wieder zwei Tage wach. Und ich kürze mich ab, weiß nicht was reden. Sie fragen, was geht und was Leben so macht. Schön oder neben und lach alles ab. Ach wie gut das, keiner weiß wie ich heiß. Ach wie gut das, keiner weiß was ich mach. Aus ihren Smart, ich bleibe allein. Hab schon lang nicht mehr richtig gelacht. Schon lange nicht mehr richtig geweint. Richtige Liebe kommt immer zu früh. Und falsche Gefühle zur richtigen Zeit. Die Drinks sind auf Eis. Digga, wie dieser Text, dieser Vibe, wow. Also, ne, ich finde Icke super interessant. Das sind auch Künstler. Wie gesagt, ne, ich höre, boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich bei denen auch schon jetzt reinhöre. So. Gab einige Songs, wo ich sage, so absolut mein Dings. Vieles leider gar nicht meins, so, aber ich habe riesen Respekt einfach davor, dass die durchziehen. Mit dem Beat harmoniert super. Schöner Vibe. Ich finde den Kontrast irgendwie cool. Also die beiden zusammen, ne? Die beiden zusammen, Edo und Icke jetzt, ich weiß gar nicht, welcher davon das war, passen auf jeden Fall cool zusammen. Interessant. Ich kann nicht vergessen, ich schließe mich an. Ich schieße vorbei, schließe mich weg, ich schließe den Chapter. Gib mir nur half, man über Bord, gib mir den Feste, gib mir den Rest, ja. Warum fühle ich das so? Warum fühle ich das so? Multidepressiv, Alter, multi allein. Ohne Scheiß, wir sind alle nur noch depressiv. Real Talk. Diese ganze Welt ist gefühlt nur noch depressiv. Es ist so schlimm geworden. Aber auch egal wegen was, so jeder hat seine Gründe, so. Ist echt. Ich kenne mich null mit so Statistiken dazu aus oder so, ne? Aber ich wüsste gerne mal, ob wir jetzt gerade so ein Depressionshoch haben. Also es kommt mir nicht mehr, ist wirklich, also das ist gerade eine Hymne gefühlt für die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre, Alter. Multidepressiv. Wir sind einfach alle nur noch depressiv. Wir sind alle nur noch frustriert. Wir sind alle nur noch und das Geile ist ja, die meisten Leute kriegen es nicht geschissen, das selber zu regeln, sondern beziehen das auf andere Menschen und die fucken mich ab. Die fucken mich ab, Alter. Jeder hat seine Probleme und ich habe vor jedem Respekt, der sich da durchkämpft, so, wisst ihr, was ich meine? Aber ich hasse Menschen, die durch ihre eigene Unzufriedenheit andere versuchen runterzuziehen. Ich hasse es, Alter. Es gibt nichts Schlimmeres, wirklich. Genau das, was ich vorhin meinte, ne, von diesem, zu dem Thema Gönnen. Warum gönnt niemand? So, es ist doch nicht so, als würde dir irgendwas weggenommen werden dafür, wenn du jemandem anderen irgendwie was gönnst. So, das ist doch, das macht keinen Sinn alles. So, Menschen sind einfach nur komplett verblödet und egoistisch geworden. Das ist echt übel, Mann. In dem Wurmloch hau ich ab heute Nacht. Da muss man einfach raus. Ist so. Oh Mann, ey. Schön. Ihr hattet mich auf jeden Fall mit dem Text. Wann kommt eigentlich mal wieder was von Icke? Icke. Wann kommt denn da mal wieder was? Camel Gelb war die nächste Single. Die haben wir auf jeden Fall schon, gehört. Dann gehen wir in Apricot. Oh, Apricot. Ja. Oui, no, no. Apricot. Constant am Beat. Interlude. Ich liebe Interludes. Voll schön meistens. Boah, das könnte auch so ein Freestyle-Beat sein, Mann. Ah,
I'm missing the old times. Reminisce. Wach, Aprikot wird zu Azur über den Dächern dieser Stadt. Schau mit deinem Lächeln Richtung gestern, dreh mich um und hau dann ab. Es fühlt sich fast so an, als hätte ich alles schon mal so gemacht. Es fühlt sich an, als hätte ich schon einmal gelebt. Denn irgendeine Stimme in mir sagt, es wird okay. Okay, eins weiß ich jetzt auf jeden Fall. Und zwar, dass bei diesem einen Song, war das wie du tanzt, dass die S-Laute definitiv kaputt bei mir waren. Also, ne, also fand ich zu krass da. Weil hier bei den ganzen Songs, ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Mal laufen lassen einfach, hab da nichts zu gesagt, war alles gut. War vom Sound her alles gut und so weiter. Also bei dem Song ist irgendwas in den S-Lauten, was meine Ohren weggefickt hat. Aber wirklich. So an, als hätte ich alles schon. Der Song kommt mir leiser vor, oder? Fühlt sich an, als hätte ich schon einmal gelebt. Denn irgendeine Stimme in mir sagt, es wird okay. Alter, habt ihr das auch manchmal? Dass ihr euch denkt, irgendwie, Alter, irgendwie, ich habe schon mal gelebt. Also zumindest habe ich das mit meiner Freundin sehr oft. Also wir denken auch, dass wir in den vergangenen Leben auf jeden Fall irgendwie uns schon gekannt haben. Oder uns jedes Mal getroffen haben, gefunden haben. In jedem Leben müssen wir uns finden, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht mehr, da gab es mal so einen richtig coolen Film drüber, dass jeder irgendwie so sein Gegenstück hat und in jedem Leben versucht, das zu finden. So. Finde ich ganz süß. Okay, so wie es war, okay, so wie es geht. 21 Uhr in Lagos, 21 Gramm die Seele. Und auch wenn dein Verstand nicht reicht, um all das zu verstehen, dass du ab und an mal zweifelst, ist erklärlich. Doch ich bin mir sicher, du bist richtig auf dem Weg. Und ich weiß es für immer. Ich wünschte, es gäbe so eine Bestätigung. So wie beim Zocken oder so, weißt du? So von wegen, yo, du bist auf dem richtigen Weg. Also bis hierhin ist, ne? Alles gut. Speicherpunkt. Weiter geht's. Ich wünschte, sowas gäbe es im Leben, ne? Wirklich einfach so von wegen, yo, wenn du das und das machst, bist du auf dem und dem Weg. Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du das und das erreichen willst. So. Ich wünschte, sowas gäbe es. Ich wünschte, es wäre alles so viel einfacher, Mann. Und ich weiß es für immer und ewig, für immer und ewig. Sonst wäre das Spiel nicht so, das Leben nicht so spannend. Du musst ja keine kompletten Lösungen fürs Leben kennen, verstehst du? Aber ich meine halt eher so Eckpfeiler in deinem Leben oder so Punkte, wo gesagt wird, ey, Bro, du bist jetzt 30, bis 30 hattest du die Chance, das und das zu machen und du hast das und das davon geschafft. Perfekt, weiter geht's, viel Spaß die nächsten Jahre. So, weißt du, so in dem Sinne. Ach, einfach wie so ein Speicherpunkt, Mann. Schönes Ding. Schade, dass das nur so kurz ist. Ist halt Interludes. Ich weiß nicht warum, aber früher war es auch immer so. Bei irgendwelchen Alben, so Alicia Keys und weiß ich nicht was. Die Interludes waren immer so gottlos schön. Und dann habe ich mir immer gedacht, so, warum sind die immer so kurz? Aber ja, das ist halt der Vibe. Ne? Das gehört halt dazu irgendwie. Spring Fang. Oder Spring Fang? Nee, Fang. Okay. Eternal Wave hat das produziert. Okay, bin ich mal gespannt, was das bedeutet. Ach, ich bin dumm. Das heißt doch nicht Spring, sondern Spring und Fang. Nicht Spring. Ich musste natürlich wieder an Spring denken, ne? Da bin ich von ausgegangen gerade. Spring und Fang. Bitte wart da, wo ich springe. Socke klein für immer. Einfach für den Fall. Und die Krone an der Wrist. Zeig mir alles, was passiert ist. Nur nicht mehr die Zeit. Was? Die Rolex an seinem Armband zeigt ihm nicht was. Okay. Muss ich erstmal mich drauf einlassen. Okay. Der Wrist. Zeig mir alles, was passiert ist. Nur nicht mehr die Zeit. Was ist und was war und was nie mehr wiederkommt. Wiedersehen macht mich wieder mal davon.
die Lyrics noch mit dazu. Ey, das Problem ist, das habe ich eigentlich schon, also das mache ich eigentlich nur wirklich bei so Leuten wie Kollega. Weil mir ist aufgefallen, wenn wir die Lyrics aufmachen, ist sau oft so, dass man den ganzen Vibe und alles völlig verliert tatsächlich, muss ich sagen. Also ist mir zumindest in letzter Zeit so passiert. Ich meine, ich kann es für euch so laufen lassen, aber ich versuche mal, wir gucken mal, okay? Kann sein, dass es mich stört, kann sein. Noch lang kann ich rennen. Ach, guck mal, jetzt weiß man auch, dass da Stimmen im Hintergrund sind. Weil anscheinend gibt's da sogar die Lyrics zu. Bitte weiter, wo ich... Warte mal. Bitte weiter, wo ich springe. Zocke klein für immer. Einfach für den Fall. Und die Krone an der Wrist zeigt mir alles, was passiert ist. Nimm nicht mehr die Zeit. Ich mag die Hook. Gesicht. 36 Grad in L.A., mir ist kalt. Groß auf das, was ist und das war und was nie mehr wiederkommt und was bleibt. Okay, war eine gute Idee, Alter, war eine gute Idee. Ich mag den Song. Ich mag den Song. Es geht halt so wirklich einfach so um die Zeit, so generell einfach nur um die Zeit. So egal ob Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich mag den Song. Der hat was ausgelöst bei mir. Ich mag den Song, ja. Doch tatsächlich. Ich würde. Oh, ja, hallo. Okay. Ich würde gerade tatsächlich sogar sagen, das war mein Favorite bisher. Springfang. Ja, war mein Favorite. Bisher tatsächlich. Campari. War das nicht, das war doch irgendwas zu trinken, ne? Ach, komm, öffne dich doch. Komm schon, komm. Komm, Mitwirkende, danke. Carlo 5 und Jonas Hipper. Okay. Carlo 5. Boah. Ladidadida. Ladidadida. Okay. Leider noch nie was von gehört. 2020 kam sein Hit raus. Okay. Campari. Saiyajin im Gegenwind goldene Haare. What the fuck? Im Gegenwind goldene Haare. Jimbo fragt uns nur ab und zu ab, wir bald da sind. Was hast du denn genommen, wenn Majin Buu mit dir redet? Was? Saiyajin im Gegenwind goldene Haare. Ah. Majin Buu fragt uns nur ab und zu ab, wir bald da sind. Ah. Bro! Deutscher Zeit ist knapp, spiel mit mir, mach auf Vertrag und ich warte. Icewatch. Icewatch waren diese kleinen Uhren, die so ein bisschen aussahen wie so eine G-Shock, aber ein bisschen simpler tatsächlich. Also jetzt mal diesen Zeit ist knapp, diese Line nicht mit einer Rolex, sondern mit einer Icewatch. Spiel mit mir, aber dafür hatten wir, ne, Rolex hatten wir bei dem Song davor. Spiel mit mir, mach auf Atari. Okay. Er macht, also irgendwie macht der Text schon Sinn, aber ich hab's so irgendwie noch nicht gehört tatsächlich. Ja, auf Safari ist das Safe Call, Alter. Also der ist auf Vanilla. Ich lauf durch die Stadttaschen voll mit zerknitterten Zwanis. Sie macht Stani, Haute Couture wie die Drogendesigner wie Giorgio Armani. Im Kopf ist Party, bis die Airpods. Haute Couture, die Drogendesigner wie Giorgio Armani. Okay. Es gehen meine Augen so rot wie Campari, ah. Gestern war ich in Topform, aber das war noch gar nicht, ah. Heute Super Saiyajin fliegt mit in den goldenen Haaren, ah. Stille Wasser sind tief, aber ich surf auf Tsunami, ah. Stahlblauer Himmel, die Augen
schlafen, sie will noch after. Von Party zu Party, hol noch ein halbes gepuderte Nasen. Der Himmel ist stahlblau, ihre Augen sind sauer. Sie sieht wie gemalt aus, ich mach mir was aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich fand, also bis jetzt zumindest, wie wir es gehört haben, den Part von Carlo krasser. Also wirklich, wirklich krass. Also finde ich cool, dass ein Feature mich auch mal so richtig so überzeugt. Ich fand irgendwie seine Stimme, also ich sag jetzt nichts Falsches, ne? Das war Carlo, ne? Ich finde die Stimme fand ich irgendwie, ich weiß nicht, der hatte irgendwie was Geiles da drauf. Hat mich ein bisschen mehr gepackt tatsächlich. Also zumindest lyrisch. Und auch vom Flow und von der Betonung her. Gerade so diese Betonung fand ich cool. Licht, hinter ihr Weinrot, dreh an der Hose, wie spät ist es? Vier heiße Flammen, Paroi. Und Lucy, aber geh nicht raus. Bleib stehen an der Fensterfront, von oben sieht alles noch wenig aus. Angenommen, ich bin angekommen, ich bin angekommen. Von oben sieht alles nach wenig aus. Ach du Scheiße, was für eine Zeile, Mann. Aber das Einzige, was nicht wenig aussieht, ist, wenn du in deinem Penthouse bist und nach unten guckst. Die Menschen, denen es nicht gut geht. Das sieht dann nicht nach wenig aus, ne? Was mit dem Teufel anfangen, ist schon schlange in den Leisungen genabgrillt. Das mag diese Stadt, wenn die Sonne am Horizont blass wird. Oh, die Jungen und die Kantare. Ah ja, da ist ja das Penthouse. Da sind so schöne Songs, also Sounds dabei. Krass. Okay. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Carlo cool. Der hat mir tatsächlich, also persönlich, hat der mir ein bisschen besser gefallen tatsächlich auf dem Song. Wer hatte das produziert? Jonas Hipper. Geiler Beat auch, schönes Ding. Okay, ich glaube, das müsste ein Video sein, ne? Bluescreen müsste ein Video sein, ja. Perfekt. Warte mal, ist die Melodie von Dingens? Von Lil Uzi? Oder war das Juice? Oder was ist das? Warte mal, die erste, das ist nur eine Sekunde. Wovon ist das nochmal? Oder war das X? War das XXX? Ich bin mir gerade nicht sicher. Woher kennt man diesen ersten Ton? Oder Lil Peep? Irgendeins davon. Ich weiß noch nicht mal welcher. War das nicht Lil Uzi? Ich dachte, Lil Uzi war das. Dachte ich zumindest. Egal. Bluescreen. C-Cola. Wer ist das denn? Auch ein neuer Künstler. Okay. Video von Framewarp. Beat ist von Consent und Gokami. Master ist von Icy Spike und Avi Off. Okay. Viele Leute dran gewesen. Sehr schön. Nee. Aber der zweite, der tiefe Ton ist nicht derselbe, wie bei dem Song, was wir wahrscheinlich alle meinen. Dünn. Nee, der ist ein anderer. How long you concept? Go, Kami. Ja, schöner Vibe. So ein bisschen Grunge-mäßig. Sie wollen jetzt durch, sie soll nicht mehr stark sein. Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Rassen wie im Bluescreen, sie nur noch Dads meint. Sie wollen es durchziehen. Boah, ich muss wieder leiser machen. Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Rassen wie im Bluescreen, sie nur noch Dads meint. Ich muss auf jeden Fall wieder leiser machen. Also bei dem Song ist wieder, Alter, da sind wieder Frequenzen, wo meine Ohren wehtun. Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist, ne? Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. Sie wollen, dass ich durchziehe. Ich soll nicht mehr sad sein. Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Sie sagen, ich bin oben und ich lebe meinen Traum. Und sie meinen, ich soll mir lächeln und ich lebe. Ey, nein, nein, also es ist nicht 1:1. Es ist nicht 1:1 irgendein Song oder so. Ich hatte nur den Vibe davon. Keine Ahnung, von welchem Song das war. Noch kaum und so halte ich mich bedeckt. Und für die echten mal ich down. Und sag mir, pass gut auf, wem du vertraust. Ja, dann manchmal fällst du tief und dann geht es wieder
geile Stimmlage von ihm, Mann. Geile Stimmlage hier von ihm. Und dann geht es wieder rauf und dann denkst du, so wird's nie mehr, doch hängst tief in einer Schlaufe. Boah, diese leichten, also das ist ja kein Voice Crack, ne, wo er so leicht hochgeht, das ist geil. So wird's nie wieder zu, ich nehme es in Kauf, wird der Himmel wieder hell und der Bildschirm wieder blau. Wieder blau, wie ich auch. Tu ein bisschen in mein Glas zum Vergessen, was mal war und ich taub. Wieder diese Vocals im Hintergrund, ne, die so übelst distorted sind, so ein bisschen wie eine E-Gitarre klingen, cool. Ey, das ist schon sehr, sehr prägnanter Sound, den er so selber hat, muss man sagen, ne? Kamera und Kippe noch was nach. Draußen wie im Bluescreen, sieh nur noch Dance, mein. Sie wollen, dass ich durchziehe, soll nicht mehr sad sein. Und es ist vorbei, und es ist vorbei. Und es ist vorbei, und es ist vorbei. Draußen wie im Bluescreen, sieh nur noch Dads, mein. Sie wollen, dass ich durchziehe, soll nicht mehr sad sein. Und es ist vorbei, und es ist vorbei. Und es ist vorbei, und es ist vorbei. Schon wie nur noch Green. Schon wieder Glitches. Ich will sad sein. Geil. Cool. solche Glitch-Hops oder weiß ich, wie nennt man das eigentlich? Glitch-Chops oder keine Ahnung. Also hochgepitcht, dann wieder runtergepitcht. Sehr interessanter Song. Also fand ich vom Sound her sehr schön. Ich fand den Beat cool tatsächlich. Ja. Aber bis jetzt kommt noch nichts an Springfang ran. Das ist bisher mein Favorite tatsächlich. Avantgardist. Oh, mit Haiti zusammen. Mit Haiti. Produzent von Jugende? Okay. Avantgardist. In mein Glas bisschen Gift. Ich frag mich langsam, welcher Tag heute ist. Ich bin so Rapper, ich bin Avantgardist. Halt die Zeit an, wenn ey, jetzt muss ich wieder lauter machen. Das macht mich wahnsinnig bei dem Album. Warum ist das bei mir so? Dass manche Songs übelst leise sind oder die Stimmen und bei manchen, wenn ich dann auf der gleichen Lautstärke höre, fickt es mir die Ohren bei manchen Songs einfach bei diesen S-Lauten und so weg. Das macht mich ein bisschen verrückt gerade. Boah, ist leider gar nicht meins, ne? Ist gar nicht irgendwie meins, also vom Sound her gar nicht meins, leider. Gar nicht meins. Ach so, ja, klar, sorry, ja, ich muss auch sagen, ich konzentriere mich gerade voll, irgendwas zu verstehen, aber ich hab, ne. Ich bin Avantgardist. Halt die Zeit an, wenn die Vase auf dem Marmor zerbricht. Bruder, gib mal einen Airwave. Investiere in die Trap, man, sie reden vom Lörgeld. Versetze einfach Sternchen, das ging alles sehr schnell. Hamburg, meine Perle. Ich töte an den Seemann und tippe an der Kerze. Es war mir eine Ehre, Zeit ein paar gute Witze zu machen. Sah die Unterwelt mit ein paar Batzen. Sind auf Glück mein Heb und die Tassen. Es riecht nach Terpentin in den Gassen. Früher hatte ich noch von einem Zivi. Heute Strawberry und einem TV. Ich schreib Ronnie J, trage Givenchy. Also wird es Zeit für eine Bigger Dream. In meinem Glas bisschen Gift. Ich frag mich langsam, welcher Tag heute ist. Ich bin kein Rapper, ich bin Avantgardist. Halt die Zeit an, wenn die Vase auf die Marmor zerbricht. In meinem Glas bisschen Gift. Ich frag mich langsam, welcher Tag heute ist. Ich bin kein Rapper, ich bin Avantgardist. Boah, ist nicht meins. Echt, fühlst du? Geil. Das freut mich, dass dir das gefällt, Mann. Nee, ist stimmlich gar nicht meins, Mann. Wirklich gar nicht. Bis der Glastisch zerbricht, bis der Glastisch zerkratzt, bleib ich wach. Sieben
Boah, ich muss aber auch sagen, ich finde den Beat super anstrengend. Ich finde das ganze Soundbild super anstrengend gerade. Ist gerade gar nicht meins, Mann. Ich bin da, nie so wirklich hier. Nie so wirklich angekommen, damals in 04. Bisschen weg von dir, bisschen wegen mir. Da bin ich schon, muss ich lieber kompensieren. Du wirst nie so wirklich fühlen, was ich fühle. Aber shit, alles wie es ist, bin in Paris. Tasche voller Chips und eine Game. Glas ist voller Gift, ich bin anders als du bist. In meinem Glas bisschen Gift. Ich frag mich langsam, welcher Tag heute ist. Ich finde die Melodie von der Hook tatsächlich, muss ich jetzt sagen, eigentlich ganz cool. Ich mag nur den Sound gar nicht, leider. Also weder vom Beat noch von der Stimme. Aber diese Melodie, die Melodie finde ich ganz süß. Frag mich langsam, wie der Tag heute ist. Avantgardist, wenn die Vase auf dem Marmor zerbricht. Hook fand ich irgendwie interessant, so von der Melodie. Aber leider vom Sound gar nicht meins. Nee. Nee, das war leider nichts für mich. Das war leider nichts für mich. Wir halten die Zeit an. Okay, sehr gerne, machen wir. Machen wir. Produziert von Bowie B, Lucy G und Whistle. Whistle, 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 Whistle. Ich dachte schon, das ist die gleiche Melodie wie die Gitarre vorhin. Da ist wieder die distortete Stimme. Und es geht weiter wie im Kreis. Wir sind alleine, bis dann einer von uns schreibt. Hast du Zeit? Hast du Lust und mich vermisst? Ich komm vorbei. Das ist nicht neu. Da. Weißt du noch, wir waren nächtelang wach und hatten Sex über den Dächern der Schall. Da ist viel passiert seit dem letzten Kontakt. Ich frag sie, wie's ihr geht und sieh mich, was ich jetzt grad so mach. Und sie sagt mir, sie kommt drüber in einer Stunde. Also vom Sound her ist es gerade geil. Muss ich ganz ehrlich, also ist für mich gerade ein Tag- und Nachtunterschied zu dem Song mit Haiti gerade eben. Also rein vom Sound. Pilz, dankeschön für deine 37 Monate, mein Brudi. Dankeschön, mein Guter. Ah ja. Ah ja, so ist es, ja. Lass mich fühlen, was wir irgendwann mal waren. Und wir halten die Zeit an, die Zeit an, die Zeit an. Fällt mir viel besser. Hat einen sehr kommerziellen Vibe, muss ich sagen. Aber vom, ich finde es viel cleaner tatsächlich, als die Songs jetzt gerade davor. Als wär das jetzt gerade echt ein Riesenunterschied. Keine Ahnung warum. Ey, wenn in diesem Stil dieser eine, nicht Hyperpop-Song, sondern der davor, wenn der so clean gewesen wäre wie der hier, glaube ich, hätte ich das sogar mehr gefühlt noch. Lass mich go, dick me down, lass mich wissen, was du machst mit mir. Warte mal, dick me down? Ich glaube, die meinen dig, oder? Also, begrab mich. okay. Schreib, hey. Danke. Okay, passt, heute Nacht hol ein Uber und dann ruf an, wenn du da bist, girl. Lass uns sein, wie wir waren, und alles wird egal. Lass uns bleiben für eine Nacht und dann fahren für ein Jahr. Ey, du bist das, ja. Alles, wie es war, alles wie gehabt. Können es nicht ab, aber fangen wieder an. Klassiker, Klassiker. Ja, ja, der toxische, teuflische Kreis, man kennt ihn, ja, ja. Da wieder rauszukommen, ne? Und wir halten Glückwunsch Zeit an jeden, der es geschafft hat. Zeit an und für sich allein. Sind wir beide zu einsam, zu zweit und allein, können wir beide nicht. Warum würde ich hier so ein Crow-Feature drauf fühlen? Keine Ahnung warum. Ja,
ja, ich bin wieder da, nein, du bist wieder hier, ja, ich hab einen Fernwein, den und mehr an Nina, den und mehr an Dana. Boah, so ein Part von Crow wäre da cool. Ey, du bist nicht mehr da, nein, ich bin nicht mehr hier, da, den und mehr an Dana, den und mehr an Nina. Boah, das wäre nice. Was du machst mit mir und ich schreib, hey. Okay, passt, heute Nacht hol ein Uber und dann ruf an, wenn du da bist, Girl. Schöner Song. Der hat mir gut gefallen. Bam, bam, badam, bam, bam. Sehr schön, wirklich. Doch. Geht auch in meine Richtung, würde ich sagen, tatsächlich. Stopp! Hey, chill. Chill doch jetzt mal. So. Wir halten die Zeit an. Ja, dann habe ich bis jetzt zwei Favoriten tatsächlich, ja. Dein Song. Oh, ich habe auch mal einen Song gemacht, der hieß Dein Song. War aber eher traurig. Dein Song. Ach komm, Spotify. Spotify, komm, sei nicht so. Ah ja, Z-Beats. Oh, den Namen habe ich, glaube ich, lese ich zum ersten Mal tatsächlich. Z-Beats. Dein Song. Die du warst, mit dem Klang der Nacht, in der ich dich zum ersten Mal traf, mit dem allerersten Song und dem allerersten Tanz, mit dem allerersten. Ist eigentlich das ganze Album an dieselbe Person gerichtet, ja, oder? Wie sieht das da aus? Also, hat sich das wieder. Kennt ihr da irgendwelche News? Sind die wieder. Weiß ich nicht, haben die es nochmal versucht oder? Kein Plan. Ich dachte eigentlich, der letzte Stand, den ich hatte, war doch, dass er abgeschlossen hatte, oder nicht? War das nicht irgendwie sowas? Tatsächlich? Also hatte ich so gedacht, zumindest nach dem, ich glaube, letzten Album oder so. Dass, ja, aber so einfach ist das nicht. Das Leben ist nicht einfach, Mann. Nichts daran ist einfach. Sind wir mal ehrlich. Kurs bis zum allerletzten. Ey Pat, danke schön für deine 28 Monate. Vielen, vielen Dank. Texte sind älter. Eigentlich sollte das im Sommer kommen. Ah, okay. Das Album symbolisiert das Abschließen, deswegen Days After. Ja, das macht Sinn auf jeden Fall, klar. Die Tage nach dem und nach der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal wissen, wie es, also ob es da irgendwie News gab. Er hatte auf jeden Fall zwischendurch eine Downphase und er hat das ganze Album umgekrempelt, meinte er. Tja. Lang spielt dein Song. Spielt dein Song. Wo auch immer du grad bist, der wirft mich immer noch zurück. Er hat das komplette Album umgeschrieben, auf Insta ist ein Statement. Krass, bei Kid war ja auch ein Statement dazu, ne? Bei Kid war ja auch, das Album war ja auch hin und her und alles, ne? Da war ja auch viel Action. Ja. Also da sieht man allein schon, ne? Also, ja, wobei das sind auch Künstler. Ja, da versteht man das auch. Da weiß man auch, die gehen so offen, sag ich mal, mit ihren Problemen und mit allem um. Da weiß man ja auch, warum und wieso, ne? Es sind ja auch nicht Cartier und diese anderen Songs. Und dieser andere Song. War Cartier auf gar keinem Album drauf? Du schreibst uns in Erinnerung an dich. Ich weiß, für immer ist hier nichts, doch es war niemals so. Du bist da, ist niemand anders für mich da war. Tut mir leid, dass ich dann nie so wirklich da war. Fahr hin und her und hier und da. Oha, Raven, danke schön für deinen verschenkten Sub, Mann. Danke, danke. Ich häng fest in der Festung, schau die Wand an. Es ist ein Fest, lass uns lächeln, lass uns tanzen, uns vergessen.
Prost auf alles, was wir wollen, auf die nächsten 100. Boah, ich habe das Gefühl, dass er in sehr vielen Songs irgendwie so abschließen will. Wisst ihr, was ich meine? So mit der Vergangenheit, aber es einfach nicht kann. Also es geht einfach immer weiter, ne? So von wegen, yo, Prost auf die Vergangenheit oder bei dem einen Song, egal was war, ist oder sein wird oder sonst was, der lebt sehr in der, boah, sehr in so einer Zeitebene, habe ich das Gefühl. So, wisst ihr, was ich meine? So, der kommt da auch nicht raus aus dieser Zeitschleife. Junge, 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 tut mir leid, wirklich. Also es tut mir enorm leid, wenn Menschen nicht abschließen können. Weil das ist eine der wichtigsten Sachen. Wie gesagt, Hass, Liebe sind immer noch Gefühle für andere. So, und egal, das ist eigentlich das, was man erreichen sollte. Weil, ganz ehrlich, entweder hat der dein Hass nicht verdient. Und naja, geklappt hat es ja sowieso nicht, ne? Deswegen, egal sein ist eigentlich somit das Beste. Aber das zu erreichen ist wirklich, wirklich schwierig. Da muss man abschließen können, ja. Sich lösen können. Am besten entweder jemand Neues kennenlernen, mit sich selber wirklich so im Reinen sein, dass man alleine auch sehr gut klarkommt, ne? Solche Sachen sind das, ne? Ist alles nicht einfach, das stimmt. Lass uns tanzen und vergessen. Prost auf alles, was wir waren. Und dein Song spielt noch als letztes. Und all das unterlegt mit der Musik, die du warst. Mit dem Klang der Nacht, in der ich dich zum ersten Mal traf. Mit dem allerersten Song und dem allerersten Tanz. Mit dem allerersten Kuss bis zum allerletzten Klang. Spielt dein Song, spielt dein Song. Boah, ist das irgendwie... Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir so als Außenstehender tut mir das tut mir leid. Das tut mir halt einfach leid, weil ich kenne das. Ich habe früher, boah, ich habe locker 50 oder weiß ich nicht wie viele Songs über solche Situationen gemacht, selber, weil ich selber Musik natürlich auch damit angefangen habe, mit meinen eigenen Problemen natürlich umzugehen und mit Gefühlen und so weiter und so fort. Und ich weiß, wie schwierig die Scheiße ist. Und ich weiß auch, dass solche Songs entweder helfen können oder Wunden wieder aufreißen können. Und das ist schwierig, sag ich euch ganz ehrlich. Ja. Aber ihr merkt, ihr seid nicht alleine damit. Ihr seid nicht alleine damit. Bist du, wirf mich immer noch zurück. Ich höre noch immer dein Song. Und ich schreib Songs in Erinnerung an dich. Ich weiß, für immer ist hier nichts, doch es war niemals umsonst. Ach, Fran, hör auf! Du schaffst das. Wir schaffen das alle. Ihr seid nicht alleine mit der Scheiße, Mann. Aber was soll man da auch groß machen, ne? Was soll man groß machen, Alter? Es liegt sowieso nicht in unserer Hand. Egal was. Egal was. Es liegt so weh. Also Leute, die sagen, ja, es liegt in deiner Hand und weiß ich nicht was. Alter, es ist so selten, dass du irgendwas machen kannst, ne? Wirklich. Consent, Felix, Jalle, Stunner, Vision X. Holy shit. Okay, hier ist auf jeden Fall, warte mal. Ich habe, glaube ich, ach nee, das sind auch Künstler. Ah, produziert von Consent, Stunner und Vision. So ist das richtig. Okay. Ja, dein Song war schön, muss ich sagen. War schön. Late Checkout. Okay. Late Checkout. Haha, Mr. Yo. Das hilft ja auch nicht wirklich, nee. Glaube ich nicht. Ich geh für den Late-Checkout und der Zimmer ist ein Chaos und das weißt du ganz genau. Kann mir nicht mehr selbstvertrauen, buche mir ein Zimmer, doch ich wache immer woanders auf. Ich geh für den Late-Checkout. Wer ist das? Und der Zimmer ist ein Chaos und das weißt du ganz genau. Kann mir nicht mehr selbstvertrauen, buche mir ein Zimmer, doch ich wache immer woanders auf. Wer ist das? Jalle? Okay. Noch nie gehört. Wer ist denn das? Jalle. Auch wieder ein Song, der... Ah ne, zwei Songs, die so ein paar gepoppt sind tatsächlich. 2021, okay.
Okay. Und das Datum ändert sich wie die Location. Ruf ein Uber, Baby, sag mir, wo du bist. Bleiben wieder über Nacht in einem Hotel drin. Und ich seh die Lights erstrahlen nur für mich. Wieder mal. Ist das immer noch Jalle? Kristalline Liebe in dem Cup. Baby, sag mir, was du gerade machst. Nein, ich war zu lange nicht in deiner Stadt. Du hast recht, das ist Edo. Jetzt erkenne ich den. Hä? Jetzt erkenne ich den. Krass. Ich habe den am Anfang nicht erkannt. Bei dem Übergang tatsächlich. Ich muss sagen, die Hook war... Ich wollte nämlich eigentlich sagen, so, ey, die Hook war gar nicht meins, aber Bartok gefällt mir richtig gut. Okay. Ich muss erstmal weiterhören. Okay, Hook war nicht meins tatsächlich, aber Part war ganz nice. Ich gehe für den Lärm. Aber das ist gar nicht meins. Dieser Ton, dieses gar nicht meins, leider. Hört sein ganzes Album und erkennt ihn nicht. Naja, Bro, das Ding ist halt, was du immer noch nicht vergessen darfst, so, wenn irgendjemand da drauf ist, der auch nur ansatzweise ähnlich irgendwo klingt, dann bin ich schon relativ überfordert. Erst recht bei Songs, wo man kein Wort versteht. Und einfach nur ein Vibe hört. Pff, hör mir auf, ey. Das ist in der Vergangenheit, kommt das so oft vor. Keine Ahnung, was soll ich da machen, ne? Manchmal ist es halt einfach kompliziert für mich rauszuhören. Passiert ja nicht oft. Aber die Hook feiere ich gar nicht. Ich nehm den Late Checkout, nicht vor 13 Uhr. Auf der Gäste Couch sind noch deine Spuren. Ich geh weg, der Raum lässt mir keine Ruhe. Ich muss endlich raus, ich will einfach zu mir. Das war wieder mal eine viel zu lange Nacht. Und darauf folgt wieder ein viel zu kurzer Tag. Die Euphorie, die mir jetzt fehlt, macht mich zu schlapp. Für alles, was du für den Tag danach so planst. Yeah. Das Hotel auseinander, heute Nacht bist du ein Rockstar, girl. Willkommen in meiner World. Ich geh für den Nee, ich bin raus. Nee. Girl, willkommen in meiner World. Da kannst du auch gleich crazy auf shady, auf lazy, auf sonst was reiben. Nee, ist gar nicht meins. Ist gar nicht meins, leider. Zweiter Part, Hook, gar nicht meins. Ende von Edos Part fand ich ganz, 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 ganz cool. Aber der Rest ist gar nicht meins, ne. Kann mir nicht mehr selbst vertrauen. Nee, nicht meins, sorry. Boah, das ist schon hart vor, es tut mir in den Ohren weh, leider. Und das habe ich jetzt nicht nur bei Jalle und Felix gesagt, ne? Das hatten wir auch, bei welchem Song war das nochmal? War das MF Easy oder Wie du tanzt? Boah, wo diese Frequenzen waren, die einfach so wehgetan haben, Alter. Keine Ahnung warum. Manchmal habe ich bei diesem Album so Mixtape-Vibes. Aber nur manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Consent und Vision. Vision. 9.20 Uhr oder 9.20 Uhr? Okay, warte mal. Ah, der kommt noch, der Song. 9.20 Uhr, frag mich, wieso bin ich wieder wach? Oh mein Gott. I love you, Consent. Mir war immer scheißegal, was ihr sagt. Nur ich selber kenn meinen eigenen Weg. Und ich lass sie wissen, dass ich hier war. Oh mein Gott. Ich hab viel zu lange gewartet auf ein Zeichen, meine Ziele zu verfolgen. Denk ich hier und dort. Und erst danach merk ich, wär's nicht so gewesen, wär ich heute wahrscheinlich nicht an diesem Ort. Es ist beinahe wie Magie, am Ende ist da Liebe und der Schlüssel dazu liegt in deinem Kopf. Von unten zieht ich glaub, das baut sich geil auf, oder? Lila, das Ziel kommt immer anders als man weiß. Alles kleine Teilchen, Universum in uns beiden, ich bin du und du ich. Sollte ich nicht mehr sein, hoffe ich, keiner meiner Liebsten ist am Weinen. Ihr wollt wissen, es war gut, wie es ist. Ich wollte Frieden mit mir. Ist nicht allzu lange her, da hat sich Krieg in mir. Hab gecheckt, ich hab mich selbst aus dieser Krise zu führen. Boah, krass, Alter, der Text catcht mich gerade so zu 100%, muss ich sagen.
Also das ist gerade, muss ich sagen, der erste Song, wo ich den Text so 1000% fühle, Alter. Frieden in mir, ja, Mann. Irgendwann werdet ihr auch verstehen, es geht nicht darum, anderen Menschen zu gefallen. Es geht nicht darum, viel Geld zu verdienen oder sonst was. Es geht darum, mit dir selber im Frieden zu sein, mit dir selber im Reinen zu sein. Es geht darum, ja, ich glaube, ganz ehrlich, sage ich euch, wie es ist, ich könnte mit dem, was ich hier mache, in einem anderen Land, da, wo ich, wie gesagt, geboren wurde oder sonst wo, glücklicher sein. Bei weitem glücklicher sein mit dem Gleichen, was ich mache. So, das habe ich schon lange in meinem Kopf, Mann. Aber es geht einfach noch nicht, ne? Und dann habe ich auch diesen Frieden in mir. Ah, Mann. Lange her, da hat sich Krieg in mir. Hab gecheckt, ich hab mich selbst aus dieser Krise zu führen. Doch von mir kann niemand was für richtig dafür. Das bin ich gegen mich. Ja. Bisschen Schatten, bisschen Licht, bisschen das, was mich erfüllt. Und das, was mich zerfrisst. Bisschen alles, was ich hasse an mir und alles, was mich schmückt. Und die Fotos an der Zimmerwand verblassen in dem Licht. Mit der Zeit wird alles klar. Blicke hoch zu den Sternen auf der Terrasse bei Nacht. Brust auf alles, was mal war. Schon wieder, Prost auf die Vergangenheit. Prost auf das, was war, das, was ist und das, was sein wird. Sagt er sehr, sehr oft, ne, tatsächlich, krass. Und wir kommen zu den Tagen danach. Ja, es ist halt einfach das Thema, ne, das ist einfach das Thema, The Days After. Boah, ich muss sagen, der Song 1,50, lyrisch für mich der stärkste Song von dem Album, ne, muss ich sagen. Tatsächlich. Hat mich persönlich am meisten, aber sowas hätte ich gerne länger gehabt. Den in 3 Minuten oder so. Aber ich hab's gefühlt. Ich weiß ganz genau, was er meint, Mann. Wir sind schon beim letzten Song tatsächlich. Hä? Ja gut, schon bei einer Stunde. Ja, krass. Okay, da gibt's tatsächlich auch ein Video zu. Okay, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Video von Moritz Döring. Ah, schön, den mal wieder zu sehen, lesen. Produziert von Native Ones. Master von Icy Spike und RV Off. Hatten wir auch schon einmal, ne? Oder haben die generell das Mastering vielleicht bei dem Album gemacht? Kann das sein? Mix von Constant und Don Don. Yay! Don Don. Endlich. Sehr, sehr schön. Schon wieder Outro oder was? Die Lautstärke, okay? Ja. Woher kenne ich diese Riffs? Ist das von Crow? Ist das von Crow? Boah, ist das schön. Ich bin da, ich bin wach. Mama, guck, ich hab es geschafft. Hoppe in das Cap, von dem Cap in den Flieger. Und hoppe von dem Flieger immer wieder in den Bus. Wieder on the road, aber alles passt. Sorry, dass ich wieder mal nicht angerufen hab. Boah, ich will auch wieder on the road sein, Mann. Edo erreicht mich schon, muss ich sagen. Also, ne, ist vielleicht nicht jeder Song meins oder so, aber so rein vom Inhalt her ist schon ein guter. Mann, ich bin in irgendeiner Stadt, und das ist circa alles, was ich schaff. Lebe morgen, aber denke nicht an heute, checke Insta live, wer ist noch wach? Leute sagen, damn, Digga, der hat's geschafft. Heute läuft er rum. Damn! Denke nicht an heute, checke Insta live, wer ist noch wach? Leute sagen, damn, Digga, der hat's geschafft. Heute läuft er rum, so als wäre... Oh, jetzt muss er aufpassen, nicht, dass Reportagen denkt, dass das Digga was anderes hat. Was hat mir, wer ist jetzt was? Wer hat's geschafft? Wer hatte recht? Sag mal, wer will noch was? Wer hat aus Licht heute mehr was gemacht? Sag mir, wer hat aus Minus Karriere gemacht? Jeden Vers, jede Nacht. Und ich checke, dass ich jetzt hier wohl nicht wär. Wer hat aus Minus Karriere gemacht? Und es sei dir gegönnt. Von Liebe, von Herzen. Werbung. Wie gesagt, ich kann leider nichts gegen Werbung machen, Leute. Außer wenn ihr reinzappt. Ich kann da nichts machen. Das ist leider alles nur noch automatisch eingestellt. Es muss Werbung laufen. Es ist keine Möglichkeit mehr. An dem Platz hätte ich niemals alle diese Fehler gemacht, na? Aber lebe damit, ja. Und ich lerne davon und ich wachse dadurch und ich lebe danach. Zähl meine Segen und leere das Glas. T-1, Mann, ich hebe bald auf. Self-Made gibt's kein... Ey, wie alt ist Edo?
Habt ihr da gerade eine Info für mich? Anfang 20, oder? 25. Ah ja, okay. Ey, ich wollte gerade sagen, so, ne, wie gesagt, ich bin 35. Ich relate zu dem. Ich wirklich. Ich fühle, was der sagt. Es ist für mich kein, weiß ich nicht, Lean und weiß ich nicht was und keine Ahnung was, so Sachen, womit ich halt absolut gar nichts zu tun habe. 25. Ah ja, so ein Alter von meiner Freundin. Ich verstehe ihn. Also er ist auf jeden Fall mit dem Alter, in dem Alter schon sehr, sehr weit, muss ich sagen. Und hat sehr viel schon erlebt. Und das hört man einfach, das merkt man einfach so, wie er es erzählt. Ne? Wieder geh ich recorden. Aha. Weil alleine Strecke von ein paar Homies auch ein Hack ist, hätten billig Wein und gehen da wieder baden. Bist du in einer Halle voller Fans? Wenn du mich begrenzt, sag ich, guck mal, ich geh all in. Alle Leben ist ein Scherz, sie geht nur um meinen Dance, warum soll ich mir nur Sorge? Die kann mir gar nichts außer sagen, dass ich damit niemals pappe, doch ich lache nur und mach es dann hart. Einfach zum Beweisen, dass dein Feind nur du allein bist und die Zweifel, die dir irgendjemand gab. Handy aus, ich habe keinen Fang, nein, ich kann nicht kommen, ich bin gerade nicht im Land. Wenn ich auf die Welt bin, dann kommt alles mit der Zeitung und ich glaube, sie ist da. Richtig guter Text auch, wirklich. Hat mir. Ich auch schon wieder fertig. Fuck. Bam 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 da 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 da. Boah, so ein Saxo-Solo, ja, Mann. Krass, schöner Abschluss vom Album, muss man sagen. Wirklich sehr schöner, sehr, sehr schöner Abschluss. Auch starker Song, muss ich sagen, ne? Also auch da, krass. So, und wenn wir jetzt noch, Immer wenn du gehst, immer wenn die Türe wieder schließt, wach ich auf und du bist nicht mehr hier. Boah. Ey, ganz ehrlich, 5 Songs da drauf, wo ich sagen würde, sind voll meins. Das ist schon eine sehr gute Quote, muss ich sagen. Das ist eine sehr, sehr gute tatsächlich. Dein absoluter Favorite, immer wenn du gehst. Ja, verstehe ich. Ich finde, dieser Lo-Fi-Beat passt so unglaublich gut zu ihm. Ja, ich muss sagen, bestes Feature für meinen Geschmack war Carlo. Wobei ich auch Young Kaffer, also dieses Multidepressiv, so, das habe ich auch hart gefühlt, muss ich sagen, ne? Habe ich auch hart gefühlt. Da ist aber nur, es war nur eine Hook, ne? Soweit ich mich erinnere, oder? Na, warte mal, lass mich überlegen. Multidepressiv. Wir hatten einen Part von den Jungs, oder? Soweit ich mich nicht. Aber ich glaube, ich tendiere zwischen den beiden als bestes Feature tatsächlich. Haiti hat mir leider gar nicht gefallen. Jalle Felix leider auch gar nicht meins. Genau. Es gab keinen Part von den Jungs, ne? Ja. Dann muss ich sagen, fand ich die Hook eigentlich geil. Fand ich eigentlich cool. Bei Carlo fand ich den Part geil, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh.